Freiheit. Alle reden von Freiheit. Alle wollen Freiheit. Jeder setzt sich für die Freiheit ein. Wenn ich aber so zurückblicke, auch wenn immer mehr von Freiheit reden, ist sie doch in den letzten Jahren weniger geworden. Aber was ist Freiheit eigentlich? Alle versprechen einem Freiheit, als könnte man Freiheit irgendwo herbekommen, als könnte Freiheit irgendjemand für einen besorgen. Freiheit ist so ein richtiger Modebegriff geworden. Und eigentlich merken wir nur, dass wir wahnsinnig unfrei sind. Es fühlt sich zumindest so an. Ich möchte euch heute einladen, euch mal mit dem Gedanken zu beschäftigen, wo die Freiheit eigentlich herkommt. Was ist der Urzustand des Menschen? Ist das die Unfreiheit, aus der wir gekommen sind und von der wir uns befreien müssen, sodass wir irgendwann mal in Freiheit sein können? Oder kommen wir aus der Freiheit? Und dann ist irgendwas passiert, was uns unfrei macht. Wenn ich in die Natur blicke, dann sehe ich keine Freiheit. Ich sehe aber auch keine Unfreiheit. Die Natur, die ist so frei, die braucht noch nicht mal das Konzept von Freiheit. Die ist einfach. Unfreiheit, das kennen nur Menschen. Und auch nur Menschen wünschen sich Freiheit. Wenn wir aber doch Teil dieser Natur sind, und ich würde schon behaupten, dass wir auch ein Kind von Mutter Erde sind und weniger ein Sohn von Vater Staat, dann haben wir doch auch das gleiche Potenzial an Freiheit in uns. Und das eigentlich von Geburt, versteht ihr? Es ist einfach da. Niemand muss eigentlich etwas tun, um frei zu sein. Es ist doch vielmehr so, dass anscheinend irgendetwas passiert, was uns Freiheit nimmt. Und anstatt sich vielleicht dann um irgendetwas zu kümmern, was Freiheit verspricht, könnte es doch auch eine Lösung sein, sich einfach von dem zu befreien, was einem die Freiheit nimmt. Und es ist doch auch unlogisch, dass wir erst irgendetwas erreichen müssen, um wieder frei sein zu können, wenn es doch der Urzustand ist. Die Versklavung des Menschen ist immer noch ein sehr lukratives Geschäftsmodell. Aber auch die Freiheit als solches wird heute auf dem Silbertablett präsentiert. Das sind doch alles Scharlatane. Niemand kann dir deine Freiheit geben. Erkenne selbst, was dich unfrei macht. Und dann wirst du erkennen, dass Politik keine Lösung ist.